Ja, hallo Freunde, da bin ich mit einem kurzen Video mal wieder. Heute geht es um Linux, ja, etwas für Linux-Fans oder diejenigen unter euch, die damit arbeiten, ab und zu oder öfters. Und zwar geht es darum, wie wir das nervige Piepton oder Biepton, wie man das nennen möchte, der Tastatur ausschalten kann. Was ich damit meine, ist genau das hier, dieses Ton, ja, wenn man jetzt zum Beispiel Tab-Tab. Ja, drückt, dann kommt dieses sehr nervige Bipton und wir werden das jetzt ausschalten. Und zwar, ich werde das jetzt hier global ausschalten. Ja, das kann man nochmal für einzelne Benutzer, User ausschalten. Ich mache das jetzt hier aber für alle User sozusagen, und zwar gibt es hier unter etc, wo die ganzen Konfigurationsfiles sind unter Linux, eine bestimmte Files, die dafür zuständig ist, und zwar hier Input RC, ja. Hier brauchen wir natürlich Root-Rechte, ja. Und hier können wir einen Editor unserer Wahl, ich nehme jetzt mal den VI hier, um die Datei einfach zu editieren. Ganz kurz mein Kennwort eingeben, ja. Ich mache das mal ein bisschen größer. Und hier gehen wir einfach in der Zeile hier, genau hier, set bell style none. Ups. Was habe ich jetzt gemacht? Mal zurück. Ups. Ne, jetzt bin ich aber. Tuk, 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 tuk. So. Die Zeile ist jetzt hier auskommentiert. Wir nehmen jetzt einfach dieses Hash daraus. Und schon ist das Bipton hier, Bell Style, ausgeschaltet. Wir können jetzt hier zum Beispiel visibel machen. Das bedeutet, das wird irgendwie das Fenster hier, der Hintergrund wird weiß dann eben, anstatt dieses Bipton. Ich lasse das mal. Beziehungsweise ich kann das jetzt mal zum Testen ausschalten und speichern nicht vergessen, ganz wichtig. Jetzt so nochmal, nochmal. So, zack, zack. Und schon müssen wir uns jetzt einmal, ich gehe mal raus, damit die Konfiguration hier nochmal, dieser File nochmal neu gelesen wird. Und wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe und jetzt die Tab-Tab, genau, Taste drücke, dann sehen wir, das Ton ist jetzt weg und wir haben jetzt hier einfach hier das, ja. Wenn wir jetzt das auch weglassen können, dann einfach hier das, den Hashtag hier davor setzen und dann ist das Visual, dieses weiße Hintergrund, was da sich ändert, auch weg. Ja, das war's eigentlich. Das war jetzt von Windows, hoffe ich. Ja, das war's eigentlich auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit irgendwie helfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen, wie immer. Über ein Like oder Abo freue ich mich natürlich auch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Suchmaschine, eure Wahl hier einfach nach Knoppix suchen. Da ist er schon. Das ist ein Live-Linux-File-System. Für diejenigen von euch, die vielleicht davon oder ja zurückschrecken, weil das ein Linux-System ist, ja, denen sei gesagt, das kommt hier einfach eine.